Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 19. Einfordern sollen ihn Dunkel und Finsternis, Gewölk über ihn sich lagern. Verfinsterung am Tage mache ihn schrecklich. Jene Nacht, das Dunkel raffe sie hinweg. Sie reihe sich nicht in die Tage des Jahres, sie füge sich nicht zur Zahl der Monde. Hiob, Kapitel 3, Verse 5 und 6. Das Gebäude, bei dem die Gondeln sie abgesetzt hatten, lag am nördlichen Rand der Stadt. Wenn er den Kopf in den Nacken legte, konnte Hiob in der Finsternis nur einen massigen Umriss erkennen, der sich tief schwarz gegen die kaum hellere Wolkendecke abgezeichnet hatte. Er hatte keine Vorstellung, wie hoch das Gebäude war, aber er vermutete, dass es nach dem Himmel der Rameliten wohl das zweitgrößte Gebäude war, das er bisher in Prag gesehen hatte. Noch bemerkenswerter als seine Größe war jedoch die Tatsache, dass es vollkommen aus Stein gebaut war. »Was ist denn das für ein Turm?«, fragte Hiob und legte beide Hände auf die glatte Steinmauer. »Sei leise«, zischte Eliphas. »Ich bin nicht sicher, ob wir hier allein sind. Lass uns erstmal zusehen, dass wir hineinkommen.« Der Kompteur winkte den beiden Gondolieren zu, die ihre Boote bereits wieder von dem breiten Steg wegsteuerten, der um den Fluss des mächtigen Turms herumlief. Dann ging er an der Mauer entlang und verschwand am anderen Ende der Ecke. Hiob und die anderen folgten ihm leise. Nach ein paar weiteren Metern blieb er stehen, während die Seiten des Gebäudes, an der sie angekommen waren, einer großen Kreuzung mehrerer Kanäle zugewandt lag, waren sie auf dieser Seite hier vor neugierigen Blicken gut geschützt. Jenseits des Stegs lag nur ein schmaler Kanal, der am anderen Ufer direkt von ein paar niedrigen, dem Kanal abgewandten Lagerhäusern begrenzt wurde. »Wie sollen wir da hineinkommen?«, fragte Hiob, der bisher noch keinen Eingang entdeckt hatte. Alle Türen und Fenster, die sie passiert hatten, waren sorgfältig zugemauert gewesen. »Es gibt ebenerdig keinen Eingang«, erklärte Ebenezer leise und wies auf ein Bündel, das einer der Beutereiter soeben auf den Steg abgelegt hatte. »Wir müssen ein Stück klettern.« Angestrengt suchte Hiob die Mauer über ihren Köpfen ab und tatsächlich entdeckte er in etwa 5 Meter Höhe eine finstere Öffnung, die eher an Schießscharten als an Fenster erinnerte. »Wenn ich jetzt meine Flügel hätte, würden wir leicht dort hinaufkommen«, dachte er. Aber es muss auch so gehen. Es gelang dem Beutereiter bereits beim zweiten Versuch, den kleinen Haken am Ende des Seils, das sich in dem Bündel befunden hatte, sicher in eine der Öffnungen zu verankern. Und schon im nächsten Moment begannen sie einer nach dem anderen die Mauer hinaufzuklettern. Als sie alle oben in dem kleinen dunklen Raum hinter der Öffnung versammelt waren, zog Eliphas das Seil hoch und legte es sauber neben dem Fenster zusammen. »Gut«, sagte er leise. »Ich denke, jetzt sind wir für den Augenblick sicher. Also, die Leute aus Prag nennen diesen Turm hier manchmal den alten Himmel. Aber das stimmt nicht. Es gab keinen Himmel vor jenem, der sich jetzt im Zentrum der Stadt erhebt. Was jedoch stimmt ist, dass dies hier sicher eines der ältesten Gebäude der Stadt ist. Und wie der Himmel ragt es nicht nur in die Höhe, sondern hat auch Fundamente tief unten im Grund des Sees. Es muss noch aus der Zeit vor der zweiten Flut stammen und hat seitdem schon vielen Zwecken gedient. Zu Beginn dieses Jahrhunderts haben sich in diesem Gemäuer die Morlocks verschanzt und versucht, von hier aus Siechtum und Ketzerei über die Stadt Prag zu verbreiten. Natürlich hat die angelitische Kirche das nicht geduldet und die Festung direkt vor den Toren des ramelitischen Himmels ausgehoben. Als sie danach die Frage stellte,
was mit dem Gebäude geschehen sollte, ließ die Kirche es erst einmal alle Zugänge zumauern. Seitdem ist der Turm verlassen. Aber warum hat man ihn nicht zerstört, wenn die Kirche ihn selbst benutzt? Fragte Hiob flüsternd. Ich bin nicht sicher, antwortete Eliphas, und Hiob konnte am Knirschen seiner Rüstung hören, dass der Komtur die Achseln zuckte. Vielleicht konnte man es nicht zerstören oder hatte Angst, dabei die umliegenden Häuser zu sehr zu beschädigen. Woher weißt du das alles? Eliphas lachte humorlos. Ich hab dir doch erzählt, dass mein Vater sich sehr für Prag interessiert hat. Außerdem habe ich bei den Rameliten so viele Wandgemälde wie möglich studiert, nachdem ich von Anna den Hinweis auf diesen Ort bekommen habe. Hiob nickte. Es ist ein gutes Versteck für einen Engel. Kein Mensch kann den Turm ohne Hilfsmittel betreten. Aber wenn man fliegen kann, ist das kein Hindernis. Außerdem hat man von oben eine hervorragende Aussicht. Und es gibt gewiss unzählige Gänge und Kammern, in denen man sich leicht verstecken kann. Es wird ein hartes Stück Arbeit, meinen Ordensbruder zu finden. Deshalb sollten wir uns ja auch beeilen, drängte Eliphas. Wir haben schon genug Zeit verloren. Los, lass uns eine Treppe nach unten suchen. Wieso denn nach unten? Fragte Hiob und hielt Eliphas am Arm zurück. Wenn ich mir meinen geheimen Unterschlupf suchen würde, dann irgendwo oben, wohin man nur gelangt, wenn man fliegen kann. Vergiss nicht, dass dein Bruder vor anderen Engeln sich versteckt und die können ebenfalls fliegen. Außerdem glauben die Rameliten, er befände sich irgendwo unter der Wasseroberfläche. Zumindest hat Anne mir das gezeigt. Aber auch Engel können unter Wasser nicht atmen. Dann wird es dort unten wohl Räume mit atembarer Luft geben. Nun komm endlich! Der Engel hielt sich jetzt schon seit über einer Woche hier versteckt. Seine wenigen Vorräte waren seit dem Morgen aufgebraucht und er hatte sich immer noch nicht entschieden, was er als nächstes tun wollte. Den Rameliten hatte er das Buch nicht anvertrauen wollen. Seine Geheimnisse waren zu kostbar, um für immer in den staubigen Archiven dieses Ordens zu verschwinden. Ab Abrogast hatte ihn sehr enttäuscht. Statt des weisen Hirten, den der Engel erwartet hatte, war er nur ein habgieriger alter Mann gewesen, einzig darauf bedacht, das Wissensmonopol seines Ordens auszubauen. Der Ragolith hatte immer geglaubt, die Rameliten stünden seinem Orden am nächsten. Doch jetzt, seit dem Fall des Himmels von Trondheim, waren sie nichts als Hyänen und Aasgeier. Mit einem jedoch hatte Ab Arbogast zweifelsohne recht gehabt. Es gab außer den Vertretern der Kirche noch andere Mächte, die ein Interesse an dem Ordensbuch hatten. Und bei keinem von ihnen wäre es in besseren Händen. Immer wieder hatte der Engel überlebt, das Buch doch den Rameliten auszuhändigen. Zumindest wäre es dann vor den Feinden der Menschheit sicher gewesen. Auch wenn es ihr nichts mehr nützen würde. Andererseits wusste er, wie wertvoll die Geheimnisse waren, die das Buch enthielt, und dass sie richtig eingesetzt allen Menschen von Nutzen sein konnten. Aber würde er andernorts einen verständigeren Vertreter der Kirche finden? Im Grunde war seine einzige Hoffnung, nach Roma Aeterna zu gehen. Oder er sollte er doch noch einmal mit den Rameliten sprechen? Ein fernes Geräusch schreckte den Engel aus seinen Gedanken. Es kam von irgendwo über ihm, und aus der Entfernung klang es seltsam fremd und verzerrt. Dennoch erkannte er eindeutig das Schlagen der schweren Eisentüren im Treppenhaus, neben dem Aufzugsschacht. Irgendjemand hatte ihn hier aufgespürt. An einen Zufall glaubte er nicht. Aber er konnte sich nicht sicher sein, dass es wirklich die Rameliten waren, die ihn gefunden hatten. Vielleicht war es auch der Widersacher, der seine Schergen zu ihm schickte. Zumindest hatte er keine Möglichkeit, unbemerkt an seinen Verfolgern vorbeizukommen, wenn sie sich schon im Treppenhaus befanden. Von hier unten führte nur ein Weg hinauf, und auf diesen würde er unweigerlich ihnen in die Arme laufen. Der Engel sah sich in seinem Versteck um. Er hatte die kleine Lampe an seiner Vibrolanze so eingestellt, dass sie ein schwaches Streulicht verbreitete. Das geräumige Zimmer, in dem er sich aufhielt, gehörte zu einer ganzen Flucht würfelförmiger Räume an der Außenseite des Gebäudes. Er vermutete, dass er sich etwa 8 bis 10 Stockwerke unter der Oberfläche des Sees befand. Die Außenwände der Räume waren riesige Glasscheiben, hinter denen das schwarze, unbewegte Wasser des Sees lauerte.
Einige der Scheiben hatten in den vergangenen Jahrhunderten feine Risse bekommen, hielten dem gewaltigen Druck der Wassermassen bislang aber dennoch stand. Ursprünglich waren die Zimmer alle auch von einem Gang aus erreichbar gewesen, aber dieser war an vielen Stellen eingestürzt und blockiert, weshalb ein Großteil der Räume nur noch durch die Verbindungstüren untereinander zugänglich war. Der Engel hoffte, keine allzu deutlichen Spuren hinterlassen zu haben. Immerhin war es überall feucht und der Boden war hier unten einige Zentimeter mit Wasser bedeckt. Falls aber doch, konnte er daran jetzt auch nichts mehr ändern. Er beschloss, sich im nächsten Raum zu verstecken. Voraussichtlich würden seine Verfolger auf demselben Weg in die Zimmerflucht kommen, in dem auch er sonst immer hineingekommen ist. Vom Nachbarraum aus würde er sie durch einen schmalen Spalt beobachten können, und wenn sie seine Feinde und in der Überzahl waren, konnte er die Verbindungstür blockieren und versuchen, durch die Tür zum Gang zu entkommen. Er hoffte, dass er sich richtig erinnerte, dass er von dort aus über einen Umweg ebenfalls auf den Korridor gelangen konnte, der zum Aufzugsschacht führte. Im nächsten Zimmer entschied er sich, die Tür bereits im Voraus mit ein paar staubigen Holzbalken zu blockieren. Wenn nötig, konnte er die Barrikade jederzeit wieder beiseite räumen. Dann löschte er die Lampe, kauerte sich hinter den Spalt und wartete. Das Ordensbuch trug er in einem Futteral an seinem Gürtel. Es dauerte nicht lange, bis er wieder ein Geräusch hörte. Ein metallisches Knirschen, gefolgt von einem Poltern, drang an sein Ohr. Anscheinend versuchten seine Verfolger, sich an den Schutthaufen vorbei durch den Gang zu drängen. Einige Augenblicke später war klar, dass die Eindringlinge einen Zugang zu der Zimmerflucht gefunden hatten, in die der Engel sich versteckt hielt. Er konnte jetzt deutlich Schritte hören, die immer näher kamen. Offenbar hatte er es mit mehreren Verfolgern zu tun. Dann blitzte irgendwo ein paar Räume weiter ein Licht auf. Sie hatten Lampen bei sich. Dann waren es vermutlich keine Traumsaat-Kreaturen, dachte er erleichtert, und tatsächlich betraten bald darauf 5 Engel unter der Führung eines Mannes den Raum. Der Engel erkannte die Ordenszugehörigkeit der anderen sofort. Es waren Rameliten. Sie hatten ihr sonst immer offen getragenes langes Haar mit blauen Bändern zurückgebunden, um sich beim Abstieg nirgendwo zu verfangen. Jeder von ihnen trug eine Laterne und ein Schwert in den Händen und sie sahen sich wachsam um. Der Mann, der sie begleitete, erregte die besondere Aufmerksamkeit des Engels. Es hatte den Anschein, als sei er der Anführer der Rameliten. Immer wieder gab er ihnen kleine Handzeichen oder flüsterte einen Befehl, den die 5 Engel sofort und ohne Zögern befolgten. Er war groß, muskulös und hatte das lange schwarze Haar wie die Engel zurückgebunden. Trotz seiner offensichtlichen Führungsrolle trug er jedoch nur die Richtung eines einfachen Templers. Im ersten Moment dachte der Engel an Flucht, aber dann resignierte er. Wohin sollte er schon gehen? Vielleicht war es doch das Beste, den Rameliten das Buch zu übergeben. Er kannte im Anschluss daran immer noch nach Eterna fliegen und sich beim Pontifex Maximus dafür einsetzen, dass das Heiligtum nicht für immer in den Archiven des Himmels zu Prag verschwand. Für den Augenblick war er der Flucht einfach müde geworden. Er erhob sich und schob die Holzbalken von der Tür beiseite. Als er sie öffnete, blendete ihn sofort das grelle Licht von 5 Laternen. Schützend hob der Engel einen Arm vor das Gesicht und trat hinaus durch die Tür. Es stellte sich heraus, dass das Gebäude unter der Wasseroberfläche aus 3 hufeisenförmig angeordneten Flügeln bestand, die gemeinsam ein zu einer Seite hin offenes Geviert bildeten. 2 der Flügel standen vollkommen unter Wasser, doch der 3. schien immer noch mit atembarer Luft gefüllt zu sein. Nach einer mühevollen Suche in den mit Schutt angefüllten Korridoren des Erdgeschosses, die zusätzlich erschwert wurde, weil Eliphas den Einsatz von Laternen auf ein Minimum beschränkt hatte, fanden sie hinten eine schwere Eisentür und ein großes Treppenhaus, das in die Tiefe führte. »Was meinst du?« fragte Eliphas, Hiob leise, und deutete auf die schwarze Öffnung. »Wärst du mit deinen Flügeln dort hindurchgekommen?« Hiob trat in den Eingang und sah prüfend zum Türrahmen hinauf. »Ja, ich denk schon. Um die Tür zu passieren, muss ein Engel sicher seine Flügel einziehen, aber dahinter ist genug Platz.«
Eliphas nickte zufrieden. Gut, dann steigen wir jetzt hinunter. Und achtet auf Spuren. Während sie so die steile Treppe hinabstiegen, die sich vor ihren Füßen Stockwerk für Stockwerk um einen Schacht in die Tiefe wand, beschlich Hiob ein ungutes Gefühl. Auch wenn außer dem verzerrten Widerhall tropfenden Wassers in dem finsteren Treppenhaus kein Geräusch zu hören war, hatte er so eine Ahnung, dass sie sich in Gefahr begaben. Vorsinnflutliche Ruinen wie diese waren schon immer bevorzugte Verstecke der Traumsaat und hatten lichtscheues Gesindel angelockt, und er hatte seine Lanze nicht dabei. Wenn Eliphas ihn doch nur von ihrem Treffen mitgeteilt hätte, was er vorhatte. »Bist du sicher, dass wir hier nicht geradewegs in eine Falle laufen, Eliphas?« Der Kompteur schüttelte energisch den Kopf. »Dein Ordensbruder stellt gewiss keine Gefahr für uns dar, Hiob. Wir müssen uns nur darauf achten, dass wir nicht den Suchtrupps der Rameliten in die Arme laufen.« Offenbar war Eliphas fest entschlossen, weiterzumachen, und wahrscheinlich hatte er auch recht. Die Zeit drängte und sie mussten den Raguliten auf jeden Fall vor den Suchmannschaften der gelehrten Engel erreichen. Bisher hatten sie keinerlei Spuren entdecken können, und deshalb ließ der Kompteur jedes Stockwerk durchsuchen, zu dem sie vom Treppenhaus Zugang hatten. Aber immer wieder kehrten die Beutereiter nur schulterzuckend zu den zentralen Truppen zurück. Bisher schien das vorsinnflutliche Gebäude vollkommen verlassen zu sein. Je tiefer sie nach unten in die nachtschwarzen Eingeweide des Turms vordrangen, desto feuchter wurde es. Die rissigen, grauen Betonstufen waren jetzt immer häufiger von einer dünnen, schwarzen Schlickschicht überzogen, in der deutliche Fußabdrücke zu erkennen waren. »Na endlich!« stieß Eliphas hervor. »Los, beeilen wir uns!« Die Fußspuren führten bis in das unterste Stockwerk hinab, das noch zugänglich war. Der Boden war hier bereits mit brackigem Wasser bedeckt und die darunterliegenden Etagen waren dem Anschein nach vollkommen überflutet. »Er hat sich also tatsächlich ganz unten versteckt«, stellte Eliphas fest. »Da es hier keine Fußspuren mehr gibt, teilen wir uns auf und suchen getrennt nach ihm. Das sollte am schnellsten gehen.« »Lass uns lieber zusammenbleiben«, unterbrach Hiob ihn. »Was du auch denken magst, dies hier ist ein sehr gefährlicher Ort und ich möchte kein Risiko eingehen. Wir werden auch so schnell genug sein.« »Meinetwegen, aber nichts wie los.« Damit deutete der Anführer der Beutereiter auf den Korridor, der sich vor ihnen öffnete. Im nächsten Moment ertönte von irgendwo vor ihnen in der Finsternis ein Schrei. Hiob, der schon die ganze Zeit unter höchster Anspannung gestanden hatte, griff sofort nach der Blendlaterne des Beutereiters neben ihm und rannte in den Gang hinein. Hinter sich hörte er Eliphas leise Fluchen. Der Schrei war von irgendwo links gekommen. Dennoch folgte Hiob zuerst geradeaus dem Hauptgang, bis dieser auf einen weiteren Korridor mündete, der von links nach rechts verlief. Sofort blieb er stehen und dunkelte die Laterne ab. Außer den Lichtern der Beutereiter hinter ihm, die in schweren und sperrigen Rüstungen Mühe hatten, ihm zu folgen, konnte er nichts erkennen. Aber einen Augenblick später vermeinte er, von links leise Stimmen zu hören. Sofort blendete er die Laterne wieder auf und lief den linken Korridor hinunter. Als dieser nach ein paar Metern durch die eingestürzte Decke blockiert wurde, wandte er sich einer der Türen zu seiner Rechten zu. Kaum hatte er diese geöffnet, blitzte ihm aus dem Raum dahinter der Strahl einer Lampe entgegen. Mit einer blitzschnellen Bewegung warf Hiob sich beiseite und löschte seine Blendlaterne. Vorsichtig sperrte er dann durch die geöffnete Tür. Der Raum dahinter war vollkommen finster. Nein, nicht ganz. Aus einer weiteren Tür auf der linken Seite drang ein schwacher, unsteter Lichtschein. Als seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte er auch, dass die gegenüberliegende Wand ganz aus Glas bestand. Der Lichtstrahl, der ihn so erschreckt hatte, war nur die Reflexion von seiner Laterne gewesen. Langsam wandte Hiob sich dem neuen Lichtschimmer zu. Er konnte jetzt wieder die Stimmen hören, auch wenn er die leisen Worte nicht verstehen konnte. Irgendetwas war hier ganz und gar nicht so, wie es sein sollte.
Nach einem Moment des Zögerns hastete Hiob durch die dunklen Räume auf den Lichtschimmer zu. Als er den Ursprungsort des Lichtes und der Stimmen erreichte, stockte ihm von meinem Moment der Atem. Mitten im Raum lag ein Engel in grau abgesetzter Gewandung bäuchlings niedergestreckt im Wasser. Er trug den kurzen, blonden Haarschopf eines Raguliten und aus mehreren tiefen Wunden auf seinem Rücken rann rotes Blut über sein weißes Gefieder. Um ihn herum standen 5 andere Engel, die blutverschmierte Langschwerter noch in der Hand. Das Licht ihrer Laternen warf Schatten, dämonenhaft verzerrt, an die Wände des Raums. Mit einem erstickten Schrei stürzte Hiob sich auf den ersten Engel und warf ihn platschend zu Boden. Seine muskulösen Arme schlossen sich wie Schraubstöcke um den Kopf seines Gegners, und ehe dieser sein Schwert zum Einsatz bringen konnte, hatte Hiob nach vorne abgerollt und ihm mit einer Drehung seines Körpers das Genick gebrochen. Für einen Moment schien das leise, tödliche Knacken der Nackenwirbel das einzige Geräusch in einer sonst absoluten Stille zu sein. »Er hat einen Engel getötet!« Mit einem schnellen Satz war er wieder auf den Füßen, das Langschwert des toten Engels in der Hand, und wich erschrocken an die rissige Glaswand zurück. »Nein! Er dürfte sich jetzt nicht vom Hass und Entsetzen überwinden lassen. Wenn er diesen Kampf überleben wollte, musste er einen klaren Kopf bewahren. Die 4 elberigen Engel waren mit schmächtiger als er, und ihre Flügel würden sie bei der enormen Größe des Raums behindern. Jetzt entdeckte er auch die blauen Bänder in ihren Haaren und erkannte die Zeichnung auf dem Körper. Es waren Rameliten!« Die Engel waren vom schnellen Tod ihres Bruders genauso verstört wie Hiob. Noch immer standen sie regungslos da und starrten ihn aus weit aufgerissenen Augen an, als hinter ihnen eine befehlsgewohnte Stimme erklang. »Noch ein Verräter, der sich der heiligen Mutter Kirche widersetzt! Tötet ihn!« Doch Hiob war bereits wieder zum Angriff übergegangen. Mit einer schnellen Folge leichter Schwerthiebe drang er auf den nächsten Rameliten ein und ließ dann die schimmernde Klinge mit einem unerwarteten Moment voller Wucht herabsausen. Wie geplant hielt die Parade seines Gegners diesem Angriff nicht stand und seine Klinge drang tief in das Gefieder des linken Flügels ein. Im selben Augenblick waren die anderen 3 Engel heran, und nur weil sie nicht gelernt hatten, gemeinsam auf engem Raum zu kämpfen, gelang es Hiob, ihnen mit einem Hechtsprung zu entkommen. Leider hatte er dabei sein erbeutetes Schwert zurücklassen müssen. Fieberhaft ließ er seinen Blick durch den Raum schweifen. Aus dem Augenwinkel sah er, wie die Vibrolanze des anderen Araguliten von einem Lichtstrahl getroffen wurde. Sie lag nur wenige Schritte von ihrem regungslosen Besitzer entfernt auf einem Schutthaufen. Die Lanze war Hiobs einzige Chance. Die Rameliten hatten sie liegen lassen müssen, da sie sonst einen elektrischen Schlag bekommen hätten. Aber die Waffe würde bei ihm die Skriptura eines Raguliten erkennen. Mit ihr würden er 4 Gegner in Schach halten können. »Worauf wartet ihr?« erklang erneut die Stimme des bisher unsichtbar gebliebenen Anführers. »Gebt dem Engelsmörder keine Gelegenheit zu entkommen!« Doch Hiob war schon wieder zu schnell für die anderen verdutzten Rameliten. Ehe einer von ihnen die Waffe hochreißen konnte, rammte er den bereits verwundeten Engel mit der Schulter und tauchte dann unter dessen haltsuchend ausgebreiteten Flügeln hindurch. Mit 2 schnellen Schritten war er bei seiner Lanze, und im nächsten Moment lag die Waffe leise summend in seinen Händen. Jetzt hatte er zum ersten Mal Gelegenheit, einen Blick auf den Anführer der Engel zu werfen. Es war ein großer Mann mittleren Alters, der die Rüstung eines Templers trug. Er maß Hiob mit kaltem, berechnendem Blick. Aber Hiob hatte keine Zeit, sich weiter mit ihm zu befassen, denn jetzt hatten die Rameliten sich umgedreht und drangen gemeinsam auf ihn ein. Mittlerweile schienen sie begriffen zu haben, was geschehen war, denn sie attackierten ihn dieses Mal voller Verbissenheit. Er hatte alle Hände voll zu tun, die Angriffe der 4 Engel abzuwehren, und bemerkte erst, als einer von ihnen schreiend zusammenbrach, dass mittlerweile auch Eliphas den Kampfplatz erreicht hatte. Der Komteur sprang über den am Boden liegenden Engel hinweg, der sich keuchend das Bein hielt, und wandte sich zu Hiobs Seite den übrigen Angreifern zu. Das lange Rottschwert blitzte gefährlich in seinen Händen. Die Engel waren vom Erscheinen des Komteurs sichtlich aus der Fassung gebracht und hatten sich ein paar Schritte zurückgezogen. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen.
Franchetta und die anderen Beutereiter machten sich nicht einmal die Mühe, leise die Treppe hinaufzulaufen. Der Lärm des Kampfes unter ihnen war immer noch deutlich zu hören, und mit jeder Stufe fragte die Rottmeisterin sich, ob es klug gewesen war, den Kompteur und Hiob dort unten allein zu lassen. Aber Elifas Befehle waren eindeutig gewesen. Ihre Aufgabe war es, in den Himmel der Rameliten zurückzukehren und Anne so schnell wie möglich von dort wegzubringen. Nachdem deutlich geworden war, dass Hiob sich auf einen Kampf mit den Rameliten eingelassen hatte, schwebte die Begine in großer Gefahr. Sollte ihre Beziehung zu den flügellosen Engeln bekannt werden, wäre das gewiss ihr Todesurteil. Wenn sie Hiob und Eliphas schon nicht helfen konnten, wollte Franchetta wenigstens dafür sorgen, dass sie die ihnen übertragene Aufgabe erfüllten. Beeilt euch, Leute, rief sie die Beutereiter noch weiter an. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. In der Eile hätte sie fast überhört, dass ihnen auf der Treppe plötzlich jemand entgegenkam. Im buchstäblich letzten Moment hatte Franchetta die fremden Schritte gehört und ihre Leute hinter einer der Eisentüren in einem verlassenen Stockwerk in Sicherheit gebracht. Verdammt, dachte sie. Wenn die Rameliten Verstärkung bekommen, sind der Kompteur und Hiob ohne Zweifel verloren. Jetzt hieß es schnell handeln. Leise stieß sie die Tür zum Treppenhaus auf, nachdem draußen die Schritte verklungen waren, und prallte fast mit einer Gestalt zusammen, die offenbar ebenfalls die Stufen heruntergeschlichen bekam. Sofort hatte der Fremde einen Dolch in der Hand, doch als er Franchettas Leute hinter ihr aus der Tür treten sah, ließ er ihn schnell wieder in den Falten seines Mantels verschwinden. Die Rottmeisterin musterte den Fremden im trüben Licht der abgelegenen Laternen. Er sah nicht wie ein Ramelit aus. Er trug einen zerschlissenen grauen Mantel und sein linkes Auge war von einer schwarzen Augenklappe verdeckt. Mehr konnte sie bei dem schwachen Licht nicht erkennen. »Wie war das gerade?«, fragte sie flüsternd und nickte mit dem Kopf Richtung Treppe nach unten. Es hatte keinen Sinn, diesen Fremden nach seinem eigenen Namen zu fragen. Er würde sicher lügen und sie hatten keine Zeit für lange Diskussionen. »Versuchte«, antwortete der Fremde nach kurzem Zögern. »Auch das noch. Jemand musste den Kompteur warnen oder ihm zu Hilfe kommen. Sie wusste, dass es ein Risiko war, dem Fremden zu vertrauen, aber ihr blieb keine Wahl. Pandano, du nimmst dir zwei Leute und kehrst mit ihnen zum Himmel zurück. Ihr seid mir dafür verantwortlich, dass Soroa Anne Prag noch in dieser Nacht verlässt. Nehmt euch die übrigen Leute mit und geht nach Westen. Irgendwo im Abstand von einer Tagesreise wird es schon ein Dorf geben. Wir werden euch dort wiederfinden.« Als die drei Beutereiter die Treppe hinauf verschwunden waren, wandte sich Franchetta an die anderen Söldner. »Wir werden da jetzt runtergehen und den Kompteur und Hiob raushauen. Niemand geht ein unnötiges Risiko ein. Das Wichtigste ist, dass wir hier alle wieder heil rauskommen.« Die Beutereiter nickten stumm und zogen ihre Waffen. »Du kannst auch mitkommen, Fremder, aber wir werden ein Auge auf dich haben.« Franchetta sah den hochgewachsenen Mann erwartungsvoll an. Dieser nickte. »Gut, gehen wir.«